Hallöchen, meine Freunde. Onkel Bogi fährt direkt an dieser Stelle fort, wo wir direkt zuletzt aufgehört haben. Und zwar beim wunderschönen Spiel Stranded Deep. Ja, ich liebe es noch immer. Wir sehen hier unten, hier links im Bild, unser Turboboot. Absatzbereit. Was los? Ladehänge. Ja, hier, wir sehen schon das ganze Gerümpel, was wir am Strand verteilt haben. Und ja, überlegt euch nicht mit mir an, ich bin der Mann mit der Axt. Ja, und zwar hätte ich gerne hier hinten Regale draufgebaut. Wir haben Kisten zu verstauen, wir sind sehr materialhungrig. Und wo kamen wir denn eigentlich, wenn wir da so... Kamen wir von da, warum sehen wir unsere Insel nicht? Oh Gott, wir sehen unsere Insel nicht mehr! Wir werden sterben! Wir wollen eigentlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Wir bauen, das war schon richtig im Handwerk, wir bauen den Sägeborg. So, wir brauchen eine gute Axt, wir brauchen ein Seil, wir brauchen einen Stamm, wir brauchen vier Äste. So, vier Äste. Drei Äste, okay. Vier Äste. So, komm mit. Vierter Ast. Einmal den Stamm hier rüberrollen. Wir brauchen ein Seil. Da. Wir brauchen den Holzhammer. Den Holzhammer. Zwei Steine. Gab genug. Wir haben sie nur nicht mitgenommen. Eins. Zwei. Ich nehme sogar mehr mit, weil wenn wir die Axt gleich aufwerten... Jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, hier unseren Kram. Ja, nehmen wir mal vier mit. Oder nehmen wir mal fünf mit. Da. Ohne Pipi. Nehmen wir auch mit. Auch die Riesenkrabbe. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Und wir können es auch. Ja, weil wir jetzt gleich ein megamäßiges Floß haben werden. ich wollte den Holzhammer bauen. Der Holzhammer braucht auch noch einen Stock und noch ein Seil. Wieso kann ich denn eigentlich... Ach, wir haben jetzt nur noch zwei. Ich habe auch noch zwei. Eins. Oh nein. Ist jetzt da reingefallen? Scheiße. Was ist das? Ach, die Kokosnuss. Da außer... Ein Stock, den brauchen wir doch auch, haben wir eben... Noch eine Kartoffel. Die werden wir direkt mal einkochen, weil... Ablenkung. So, jetzt aber. Nimm noch ein paar mit, weil wir müssen die Axt noch aufwerten und ich kann mir vorstellen, dass die auch nochmal wieder ein weiteres Seil braucht. Ich vertraue der Insel immer noch nicht. Hier gibt es bestimmt Schlangen. Ich bin mir sicher, hier gibt es Schlangen. Wir hatten ja letztens erst gerade mit den Zuschauern eine kleine Diskussion. Was heißt Diskussion? Wir haben uns drüber unterhalten, wie das ist mit den Tieren, auf welcher Inselgröße was spawnt und so. Und das ist ja eigentlich eine große Insel mit einem großen Felsen, weil der ist nur halb groß, der Felsen, ja. Aber auf jeden Fall sollten auch hier dann Schweinchen und Schlangen und sowas sein. Aber wir scheinen wohl Glück zu haben gerade. So, Kartoffel hier hin. Wir bauen ein Seil. Ja, wo sind meine Zutaten zum Bauen? Hier. Komm, bauen wir jetzt mal so diesen Hammer. Warum geht das nicht? Was braucht der Hammer? Doch, geht doch. Ja. So, wir brauchen diese bessere Axt. Unsere Axt muss beziehungsweise wir hacken jetzt vorher noch die Bäume klein. Das ist... Muss mich abkühlen. Ich bin so heiß. Ich bin einfach so verdammt heiß. Ah, nein! Genau das wollte ich nicht. Was ist hier? Lieber mal dran ziehen. Man weiß ja nie. Okay, das ist nur noch Palmwedel. Weil
Weil wisst ihr, ich verbessere die Axt jetzt gleich auf die nächste Stufe und dann geht die sowieso in dieses Baudings rein. Und warum sollen wir die jetzt uns die Arbeit machen, die Axt dann jetzt kaputt machen? Beziehungsweise dann... So, jetzt sind alle gelöst. Jetzt, oder? Hängt da noch irgendwo was dran. Da hängt noch ein Stamm dran. Dann nach uns wieder eine Axt bauen zu müssen. Ich meine, es war eh schade, dass unsere Axt dann kaputt ist. Was war das? Ach so. Boah, ich dachte, ey, eine Schlange. Hätte jetzt voll gepasst, wenn es eine Schlange gewesen wäre. So, zwei. Nee, das ist eine große Palme gewesen. Muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel Holz ist, das ich hacke. Und die Axt auseinanderfällt, dann kann ich noch die nächste Axt bauen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, er verdurstet gerade. Wir können es uns erlauben, kein Problem. 43 Haltbarkeit, alles gut. Okay. Ich liebe ja Palmen. Ich hatte als Kind, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, dass ich es hatte, aber ich weiß nicht mehr, woher das war. Oh, ist der Stamm noch dran hier oder was? Nee, krass, hat sich beim Schieben, aber eben. Ich hatte, ich glaube vom Kindergarten oder sowas, so eine große Papprolle. Die war damals recht schwer für mich als Kind, weiß ich noch. Die war braun angemalt und oben waren aus Papier Palmenblätter dran. Und ich habe die geliebt, ja, weil ich habe irgendwie auch immer zu meinen Eltern gesagt, ja, wir hatten halt ein großes Haus und einen Garten und so. Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, hier Mama, Papa, kauf doch eine Palme. Ich wollte unbedingt eine Palme im Garten haben und sowas, ja. Ist es ab gerade? Zu viel geredet? Ich wollte unbedingt eine Palme haben, das war mein größter Wunsch und ich habe nie eine Palme bekommen. Jetzt als Erwachsener, wenn ich mir eine Palme kaufen könnte oder sowas, habe ich mir trotzdem keine geholt. Also muss er sich nicht jeden Wunsch erfüllen, aber cool wäre es gewesen. So, mal schauen, was braucht man für diese bessere Axt. Ein Stein, ein Leder. Okay, das Leder haben wir auch irgendwo gefunden gehabt, in den hinteren Kisten hier. Oder auch nicht in den hinteren Kisten. Nee. So, Leder. Und ein Spitzenstein. So. Dann bitteschön, Upgrade zur Axt. Ach man, dass du überhaupt nichts mehr tragen kannst. Dabei wird es auch Platz im Inventar beim Craften. So, jetzt haben wir eigentlich alles, um dieses Ding zu bauen, oder? Brauchen wir den Hammer dafür? So. Nein. Nein. Was fehlt denn noch für den Sägebock? Nichts mehr, oder? Ein Seil und die Axt. Hier, das ist alles ganz nah beisammen, Leute. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Hier, so, bitte. Noch näher geht doch gar nicht. Jetzt fällt ja alles schon ins Meer hier rein. Hier, nein, es soll nicht wegrollen, deswegen gleich klappt es wirklich nicht. Okay. Ja, ja, okay, wir machen es auch im Notfall. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Es wird schon wieder krass. Schon wieder Abend. So. Hier ist unser Floß angekommen. Wir stellen uns das Ding auch direkt hier hin, oder? Was soll's? Nee. Handwerk. Legebock. So. Hahaha. Dankeschön. Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir ganz viel Bretter. Das sind schon mal vier jetzt. Eins, zwei, drei. Haben wir gar nicht mehr so viele Stämme nachher zu transportieren. Aber das ist nicht schlimm. Nein, habe ich schon Holz aufgehoben. Ach, du Krebs hier. Du jagst mir jedes Mal so einen Schrecken ein. Einfach nur, um mich zu ärgern. Kein Platz oder was? Schaut mal jetzt. Schaut mal her, meine Freunde. Planke Boden. Ja, das ist nicht das Richtige.
Transportmittel. Weil blanke Boden, blanke Floßbogen. Blanken Floßboden. So, ey. Dom, dom, dom. Ach, das ist doch ärgerlich gerade. Ey, wie ist das geil, oder? Ey, wie geil ist das denn? So. Haben wir noch weitere Bretter einstecken? Wir haben immer noch Bretter einstecken. Wir machen uns aber noch mehr Bretter. Im Notfall hauen wir noch mehr von der Insel an Palmen weg. Blöd ist, wir haben also noch diesen einen Stock auch im Inventar. Den da. Der nimmt uns Platz weg. Bretter. Bretter. Ist es eh sinnvoller, hier das Holz zu Bretter umzuändern, zu verarbeiten? Weil wir wollen ja hier, wir wollen ja sowieso Containerregale bauen. Und wenn wir Baumstämme mitnehmen, kriegen wir in eine Kiste drei Stämme rein. Ist ja gut und schön. Aber mit, überlegt mal. Wir kriegen, naja. Nach innen wäre besser gewesen aufzumachen. Ach, ist ja egal, das ist so ein Schönheitsding nur. So, wenn wir jetzt hier so, das ist so eng dann halt, um da ranzukommen. Wir könnten hinten so eine Lampe auch dran bauen, oder beziehungsweise die könnten wir hier hinbauen. Man kann ja auch so eine Laterne dran bauen. Das wäre vielleicht auch mal ganz geil. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Man kriegt drei Stämme in eine Kiste. Und drei Stämme sind drei Holz. Man kann aber, also drei Planken. Man kann aber 12 Planken in eine Kiste reinmachen. 3 Stacks A4. Dann macht es natürlich mehr Sinn, das zu machen. Da muss man halt jedes Mal sich diese Sägestation halt bauen. Aber das, dadurch, dass wir die Rohstoffe ausgegeben haben, sollten... Geschichte? Farming? Ey. Deswegen sollten wir vielleicht hingehen und auch die Sachen nutzen. Und wenn wir jetzt hier schon sind, quasi alle Palmenblatt machen. Warum nicht, oder? Okay. Das ist der Gyrokopter. So. Floßüberdachung. Ist klar. Floßsäge, Floßruder, Floßmotor. Boden, Boden, Boden. Fundament, Fundament. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Man kann eine Lampe drauf bauen. Müssen wir dafür hier quasi so eine, na, aus diesen zwei Hölzern einfach so eine Halterung machen. Ich nehme jetzt, ich schnapp mir jetzt mal so eine Laterne und ich schaue mal, ob man die einfach drauf montieren kann. Das geht auf jeden Fall. Man kann so ein Licht an so einem Floß anbringen. Gut, man kann sie ja hinlegen, aber dann fällt es so rein. Und diesen Haken kann man bestimmt nicht festmachen. Aus den zwei Brettern. Aus zwei Brettern ist gut aus. Hier aus zwei Hölzern. Schlaf doch bitte mal. Schlaf. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Bogi zählt die Schaf. Wir haben wieder. Ja, perfekt, aber wir haben wieder Durst. Vielleicht ein paar Kokosnüsse trinken, dann kriegen wir die Scheißerei wieder, oder? Und wir haben auch keine Axt mehr. Wo ist denn das Messer? Das liegt auch irgendwo hier. Ja, die Betonung liegt auf irgendwo. Wir hauen uns jetzt noch Konserve rein. Wir brauchen die eh nicht, wenn wir wieder auf unserer Hauptinsel zurück sind. So, sieht die Welt schon besser aus. Ich muss jetzt gerade trotzdem mal schauen. Habe ich zwei Hölzer einstecken? Wenn ich jetzt hingehe, das hier, das ist doch niemals, kann ich das irgendwo am Floß festmachen. Wie baut man diese Lampe? Kann ich die hier festmachen, hier vorne? Nee. Geht auch nicht. Müssen wir uns mal anschauen. Hier ist keine Lampe dabei. Ziegelpresse. Unterschlupf. Holzhaken. Was ist denn das? Wofür ist denn der Holzhaken? Ist es das vielleicht?
Weil das ist ein Holzhaken und das ist ein Holzhaken. Wir probieren es gerade mal. Ich habe das Ding noch nie gebaut. Habe ich jetzt... ich habe die Pflanzen wieder hingeschmissen hier ans Ufer. Wo habe ich denn die jetzt getroppt? Ey, ohne Mist. Hier liegen sie. 1, 2, 3, 4. Obstspeer, Speer. Holzhaken. Ah, cool. Ja, geil. Wir sitzen ja hier neben. Ich würde sagen, das machen wir hier in die Mitte rein. Da können wir immer noch dran vorbeilaufen, oder? Und da können wir jetzt die Lampe anbringen. Haha, wie geil. Nee. Anschalten sollst du so. Anschalten! Ja, cool. So gefällt mir das. So, jetzt können wir Folgendes machen. Schaut mal, wenn wir jetzt, ist ja hier mittelfloß. Wenn wir hier in der Mitte ein Regal machen, da kann man sich zwischen diesen Regalen richtig cool bewegen. Könnt jetzt natürlich auch noch hier welche hinpflanzen, aber wozu, ehrlich gesagt? Ich würde sogar eher noch dazu neigen, wenn wir weitere Schwimmer finden. Hier noch ein Teil dran, hier ein Teil dran, das Regal nach außen und in der Mitte ein Regal, das Licht irgendwo hier hinten in so die zweite Reihe oder so. Aber wir können jetzt erstmal, wir brauchen noch ein Brett. Ein Brett wäre ganz nett. Und jetzt haben wir unser Mega-Floß. Oh, ist das geil. Ich liebe es. Ich liebe euch, meine Zuschauer. Wir werden jetzt ein riesengeiles Floß bauen. Bauen, Handwerk. Regal. Regal, Regal. Ist mir völlig egal. Wo ist das Regal? Containerregal. Ist das richtig hier? Ja. Kann ich das auch drehen? Ich kann das jetzt nicht querstellen, das Regal, ja? Nee. Aber wie geil ist das denn, oder? Schaut mal, man kann hier hinten durchgehen. Kann hier so, oh ja, müssen wir Inspektion machen. Es ist gut. Und jetzt packen wir zusammen. Und ich sag mal, dadurch, dass wir mitten in der Folge auch sind, werde ich euch nicht den Gefallen tun und die Folge jetzt beenden. Was heißt den Gefallen tun? Oh nein. Oh doch, ist lose. Alles lose? Ich hoffe mal. Ja, sehr gut. Was habe ich jetzt eingesteckt gerade? Die Palmenblätter oben. Palmenwedel. Krass, gelbe Tage, jetzt wir schon hier unterwegs sind wieder. Wir sind voll der Survival-Johnny. Wir machen auch Übungen hier. Wäre lustig, wenn gerade vom Drauffallen die Kiste gerade 1000 Teile zerfliegen würde. Und doch, ist ein bisschen Ordnung muss sein. So, zack. Leere Kiste, sehr gut. Wellblech. Fragt euch jetzt so, der will doch Wellblech einsammeln, warum hat er jetzt das Essen mit eingesammelt, damit ich es hier reintun kann. So, hier, Wellblech war hier drin, ja? Genau. Wusste ich's doch. Dann machen wir hier mal die Palmenwedel rein. Und, nee, das Messer wollte ich jetzt gar nicht einstecken. Aber warum nicht? Egal. Egal. Bretter, Bretter. Motorenteile. Kompass raus, da kommst du hier in die Dreier-Kompasskiste. Weißt du nicht, was wir mit so viel Kompassen wollen? Smerzer von Kompass ist doch... Man denkt so fast an Komparsen, aber ein Komparse ist ja was anderes. Kompasse, das stimmt doch schon. Hier liegt noch so ein Kompasse unten drunter. Da liegt noch eine Lampe. Ja komm, wenn wir Lampen hier haben, dann Lampe. Hier war noch einer gewesen. Da ist noch eine Lampe. Dann packen wir die Lampen mal hier rein. So, unten drunter. Ah, okay, pass auf.
Motorteile. Leere Kiste. Sauerstoff. Ja, ist doch okay jetzt. Ja, beruhig dich. Ich will nichts von dir. Und wenn du weiter nervst, werde ich dich in Form von Nahrung mitnehmen. So. Hier, das ist das Panzerfaust hier, der Baumstamm oben neben rechts mit dem Zielvording. Achtung! Stillstand! Und dabei geht es wirklich so ein Easter Egg. Dann fliegt die Rakete hinten bis zu unserer Basis. So, und jetzt hier. Boah, ey, Leute. Boah, geil. Ey, schaut mal her. Das denkt einer, wenn einer das jetzt so sieht, denkt er, der hat gescheatet! Da war wieder ein Elefant am Werk. Ein Elefant hat sehr viel gefressen im Zoo. Aber ich kann es alles tragen. Krass, ja? Ich brauche eine leere Kiste. Hier war eine leere, gell? Ja. Seht ihr mal, wie gut mein Veränderungsvermögen ist. So, eine Lehmkiste. Und da in der Kiste waren eben die Sauerstoffflasche drin. Sauerstoffflasche ist eigentlich so typisch für hier so Bausachen reinzumachen. Wie das hier. Ja, so. Und der da. Und ich weiß, ihr denkt, normalerweise ist ein Hammer etwas, den ich auch mal liegen lassen würde. Und ihr denkt ja auch bestimmt so, was will der jetzt mit den ganzen Hämmern? Leute, wir haben hier das braune Gold in der Hand. Ihr wisst, was das heißt, oder? Das heißt, wir brauchen Hämmer, um das alles zu verarbeiten. Wobei, es sieht wahrscheinlich jetzt wieder auf den ersten Blick mehr aus, als es nachher eigentlich ist. Weil wir kennen das ja schon, dass wir dann... Ach, hier hätten wir auch... Nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist denn das für eine Kiste? Ist ein Pipi-Plan drin? Hä? Wann haben wir die Kisten denn hier drauf gemacht? Haben wir die vergessen beim Einräumen? Wir hätten sogar gar nicht das Regal bauen brauchen. Aber was soll's, jetzt haben wir es gemacht. Und ein heiliges Leben haben wir noch in der Hand. Gott der See, nimm dieses Opfer da. Gleich hier mit der Axt mal auf dem Treibholz rumhauen. Wir haben ja gar keine Axt mehr. Ist aber blöd, weil ich will noch mehr Baumstämme mitnehmen. Ich bin größenwahnsinnig, das ist doch klar. Das ist doch selbstverständlich. Aber auch hier gilt wieder, ich könnte eigentlich Bretter draus machen, anstatt hier die Stämme wieder mitzunehmen. Weil eigentlich ist es Quatsch, was ich mache. Besser aus. So. Wir müssen auch gar nicht so vorsichtig sein, weil. Genau. Wir haben eh genug Platz. Muss man eine Axt bauen. Ein Äxtelchen. Zwei spitze Steine, ein Holz, ein Seil. Okay. Ein Holz, zwei spitze Steinchen und ein Seil. So, noch zwei. Haben wir was zum Abhacken? Nehmen wir das Ding halt mal. Boah, dieser Krebsmann. Wenn du mich noch einmal beißt, Mann, dann ist was los. Weil der beißt ja gar nicht, der zwickt mich ja. So. Dankeschön. Wenn wir schon hier sind, wir haben gesagt, wir nehmen alles mit, was geht. Mitkommen.
Ja, also ich weiß, das wird auch gehen, weil alles mitnehmen wird auch heißen, wir müssen nebendran diese kleinen Setzlinge da noch mit das Holz rausholen, aber das machen wir nicht. Aber hier, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil wir haben unsere Wasserspender, um was wir gesehen haben. Wir sind jetzt nicht lange weg gewesen und haben aber Unmengen Wasser gesoffen. Wir hatten das Tongefäß leer gemacht und die beiden Wasserschläuche. Ich meine, einer war nicht voll gewesen, aber kleine Palme, große Palme. Dann ist auch eine größere. Wir haben Durst auch, oder? Sonst alles klar bei euch? Ah, hier Zweierpalme. Hinten hängt noch ein Luca-Setzling im Baum hinten links. Aber das ist mir alles auch egal. Voll der Verschwender. Hier war auch mal was gewesen, gell? Hier war. So. Denk, mit der Palme war es das auch dann, oder? Weil die daneben dran noch. Hinten steht auch noch eine größere Palme. Ja, wir nehmen die jetzt mit, was soll's. Wir sind die Zerstörer. Wir wüten hier. Wie ein Berserker über diese Insel. Das können wir dann gleich wirklich zwischen den Folgen machen, glaube ich. Dass ich dann zurückfahre. Wir werden jetzt noch hier ein bisschen reinladen. Dass wir quasi abmarschbereit sind. Abschwimmbereit, nicht abmarschbereit. Und wir könnten natürlich noch. Da hinten wären noch zweimal die Reifen unten drin in dem Schiff. Reifen zum Anbringen außen am Schiff. Was natürlich auch geil wäre, wenn wir den Außenbereich mit Reifen am Floß machen würden. Wie diese Bumper, wenn wir halt irgendwo dagegen stoßen oder sowas. Dass wir keinen Schaden am Boot bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Wie es normalerweise Fender heißen die, genau. Muss erst überlegen, weil meine Zeit als Segler ist schon eine Weile. Weil der Herr, ich war schon lange nicht mehr segeln. Aber ich war früher oft segeln gewesen, also wirklich. Und die Fender sind die Dinger, die neben dann immer dranhängen am Boot. Nur falls ihr was lernen wollt hier bei der Onkel Bogi Seestunde. Hier war sogar noch eine Riesenpalme, die haben wir gar nicht gesehen. Hat sich versteckt gehabt. Sie wollte dem Schrecken der Insel entkommen. Die Frage ist nur, brauchen wir so viele Bretter, wie wir uns jetzt herstellen können? Für Bau am Haus, wir müssen noch ein Dach aufs Haus oben bauen. Denn wir sind noch dachlos. Oh, Ausdauer. Das war zu viel des Guten, wir sind zu viel gerannt. Da hinten ist noch, zwei größere Palmen. Eigentlich sind es sogar drei. Hinten dran steht auch noch eine. Ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein, oder? Wir müssen auch mal gucken, dass man es noch tragen kann. Wobei, es ist ja so, wir machen Bretter draus. Ich habe letztens, was heißt letztens, ist zwei Tage her, diesen Hicksaw Ridge gesehen, oder wie der Film heißt, wo es um diesen Hügel geht auf Okinawa. Und die Amis angegriffen haben im Pazifikkrieg. Und da war es ja auch so gewesen, dass. Was war da überhaupt? Was wollte ich jetzt da erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit den Palmen? Da war aber nichts mit Palmen. Ach, wegen eine geht noch, genau. Da ist der
der Soldat, um den es da geht, der Desmond Hoss oder Ross oder wie er hieß, der hat immer, der war oben, seine Truppe hat sich schon zurückgezogen und er hat dann trotzdem noch weiter, was heißt gekämpft, er hat nämlich nicht gekämpft, der hat gesagt gehabt, er rührt keine Waffe an in dem Krieg. Das hat er auch wirklich angeblich, was heißt wirklich, so wie man es jetzt erzählt, er hätte keine Waffe angerührt und er ist oben als einziger zurückgeblieben und hat dann nach weiteren Verletzten gesucht und ist dann hingegangen, hat dann, ich glaube, 75 Soldaten hat er gerettet, die er dann abgeseilt hat neben über so einen Abhang. Und das war halt richtig krass gewesen. Und er hat dann jedes Mal angeblich, wenn er einen wieder gerettet hatte, weil er war sehr gottesfürchtig, hat er dann gesagt gehabt, oh Herr, lass mich noch einen retten, nur noch einen. Ja? Und das hat er dann so gemacht. Der ist dann, hat dann wieder einen gerettet. Und dann hat er das wieder gesagt. Und hat den nächsten gerettet, und den nächsten wieder. Und so mache ich es auch. Oh Herr, lass mich, bevor es dunkel wird hier in dem Spiel, nur noch eine Palme abernten. So, jetzt haben wir aber genug hier. Ist richtiger, schaut euch das mal an hier. Ein Urwald aus Palmen entstanden. Wahrscheinlich hält die Axt es gar nicht aus, so viel Holz klein zu machen. Aber wir haben bei 30 Minuten. Das muss ich euch jetzt nicht antun, oder? Ich meine, ich lade das Schiff voll und der Krebs lebt immer noch. Ob er nach der Folge noch am Leben bleibt, ich weiß es nicht. So. Ich würde sagen, ich mache einen Break an dieser Stelle, oder? Ich würde mich dann einfach mal von euch verabschieden. War wieder sehr schön gewesen. Wir waren so effektiv. Und ich werde aber auf der Zielinsel, also auf unserer Insel, noch nicht hingehen, alles ausräumen. Nee, das Ausräumen, das machen wir dann zusammen, weil dann sehen wir mal, was wir alles für einen geilen Loot mitgebracht haben, ja. Weil wir müssen dann... Oh, nein, das nicht. Wir müssen nämlich mal dann mal schauen, dass wir auch mal so eine kleine Lehmanalyse machen. Wie viel Lehm wir eigentlich mitgebracht haben. Und dank der lieben Annie wissen wir auch, dass wir hier oben die Blätter, dass wir die nicht umsonst einsammeln. Weil wir können sie auch als Feuerholz nehmen. Weil ich finde, Feuerholz ist immer so ein komischer Begriff dafür, oder? Weil es... Ja, das ist ja Holz, aber eigentlich ja mehr so Pflanzenfaser. So, aber ich wollte Tschüss sagen. Ihr habt mich abgelenkt. Schaut schön da vorne in die Palmenblätter rein. Ole, ade, Onkel Boogie wünscht sich keine Schmerzen mehr am Zeh. Macht's gut, tschüss.